Dieser starke Mittwoch, den wir da gestern gesehen haben, möglicherweise war das nur ein Ausreißer, war das eine Bullenfalle? Denn heute am Donnerstag, da ging es schon wesentlich ruhiger zur Sache. Die ganzen schönen Gewinne oder zumindest ein Großteil der Gewinne vom Mittwoch sind heute wieder dahingeschmolzen. Der DAX tut sich schwer, die 11.200 Punkte zu halten, zu verteidigen, zurückzuerobern. Vielleicht doch ein Angriff dann auf die runden 11.000 Punkte. Wer weiß das schon? Die Anleger sind gefangen zwischen dem Italien-Drama, dem Haushaltsstreit dort und dem Brexit-Drama auf der anderen Seite. Und sie sind irgendwo auch gefangen zwischen genervt auf der einen Seite und nervös auf der anderen Seite. Schauen wir mal auf gute Nachrichten. Die kamen nämlich heute von Continental, der Automobilzulieferer. Hier hat man einen Millionenauftrag bekommen, und zwar vom Elektroautohersteller Sono Motors. Und das Besondere bei Sono Motors bzw. bei dem Elektroauto Sion, das nächstes Jahr dann in Serie gehen soll, es ist ein Solarauto. Also man kann es nicht nur an der Steckdose aufladen, sondern eben auch im Sonnenlicht. Wie groß der Auftragswert ist, den Continental hier bekommen hat, das haben weder der Automobilhersteller noch der Zulieferer gesagt. Aber findige Experten haben hier gerechnet, dass dieser Auftrag einen Wert hat von mehreren hundert Millionen Euro. Wir haben das dann auch gemerkt hier in Stuttgart. Die Aktie Continental hat zwar nachgelassen, aber die Derivateanleger, die sehen das irgendwo anders. Die sehen da vielleicht sogar kurzfristiges Potenzial, wollen da mitgehen. Und sie haben zugegriffen, relativ beherzt, bei Knockout-Calls auf Continental. Knockout-Calls auf Kiergen, die fanden ebenfalls reißenden Absatz. Und das passt auch so ein bisschen ins Bild. Es scheint fast so, als ob das Thema Biotech oder die Biotechs derzeit recht beliebt sind unter den Anlegern. Kein Handel heute in den USA. Heute ist Thanksgiving. Es folgen dann diese Kaufrauschparadiese wie Black Friday oder Cyber Monday oder kurz gefasst das wichtigste Shoppingwochenende der Welt. Und da kommt eine Meldung über eine Datenpanne bei Amazon, dem Onlinehändler, sicherlich zur Unzeit. Ist aber so, ist passiert. Nutzerdaten und entsprechende E-Mails waren zumindest eine Zeit lang im Netz einsehbar. Mittlerweile alles wieder zu, alles wieder dicht, nichts passiert, sagt Amazon. Wir schauen noch ganz kurz auf morgen. Da haben wir dann den Freitag, diesen Black Friday. Kein Handel in den, oder verkürzter Handel in den USA, so muss ich sagen. Lohnt sich fast gar nicht, die Rechner dann da hochzufahren. Viele Händler bringen dann ihre Kinder mit. Aber wir schauen hier auf Deutschland, da haben wir Daten zum Bruttoinlandsprodukt aus dem dritten Quartal und die Einkaufsmanager, die ziehen auch wieder Bilanz mit ihren Indizes und zwar aus Frankreich, aus Deutschland und aus der Eurozone. Also, vorbeischauen lohnt sich, langweilig wird's nicht. Schönen Abend.